Danke, dass ihr schon mal eingeschaltet habt. Wir werden sterben. Hallo Leute zu Slender the Arrival, hier spricht der Feintime Freddy. Ich bin der YouTube-Kollege von dem lieben und guten Maxus Gallus. Ich habe die Kopfhörer auf, denn unser Maxus Gallus hat kleine Probleme mit dem Öhrchen da. Da stimmt irgendwas nicht. Die gute Nachricht ist, ich habe heute einen YouTube-Kollegen dabei und die schlechte ist, ich habe Klopapier im Ohr stecken, weil mein Ohr blutet. Und ja, ich habe die Kopfhörer auf und muss unserem Kollegen, beziehungsweise ich bin ja der Kollege, sagen, was ich höre, wie ich es höre und von wo ich es höre. Denn er spielt, er hat den Controller in der Hand, ich habe den Kopfhörer auf. Trotzdem kann ich hören, was er sagt und logischerweise eher, was ich sage. Und frage wir nicht lange, er muss jetzt was sagen und dann legen wir los. Ja, Leute, und ein herzliches Willkommen zu Standard Arrival nochmal von mir. Und ja, wie ihr schon gehört habt, mein YouTube-Kollege Phantom Freddy ist auch dabei. Und wir spielen heute dieses Horrorspiel durch mit ganz, ganz schwerer Last. Und er sitzt da schon mit erhobenem Mittelfinger zum Bildschirm, weil er ganz genau weiß, dass Slender uns ficken wird. Und ich habe ein bisschen Bammel, denn Slender wird nicht unser einziger Feind sein. Aber fangen wir nicht lang. Wie ihr schon gesagt habt, wir fangen jetzt an. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei diesem Let's Play. Und let's go. Warte. This game is currently set to easy difficult. The setting can be changed at any time from the main menu options. Wir spielen es auf einfach. Ich hab da keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Okay. Okay. Ich sag, kleine Zwischengeschichte. Ich habe einmal mit Maxus Gallus schon, als wir noch kleiner waren, irgend so ein Slender-Spiel auf dem Tablet gespielt. Und das war gar nicht mehr so schlecht von der Qualität her. Und als der liebe Slender uns erwischt hat, konnte ich 2 Wochen lang, beziehungsweise 4 Tage, nicht auf Klo gehen. Abends. Das ist sehr laut. Ich mach's gleich ein bisschen leiser. Muss das so sein? Ich habe so viel Arbeit. Ich höre mich selber kommen. Lol, Ton muss weg. Ach du Scheiße. Jetzt geht die ganze Kacke los. Und wow, okay, das ist ein bisschen zu heftig. What the fuck? Options, Moment. Kamera, Medium. Very high, low, medium. 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 Audio, hast du gesagt. Ist ein bisschen. Obwohl, wir lassen das so. Wir lassen es so, das Hauptmenü, also die. Ja. Oh ja, so ist das schon viel, viel besser, weil ich muss ihm ja natürlich auch aus. Was war denn das gerade? Ist das mit Unity? Ja, ist ja mit Unity, ne? Das sieht sehr danach aus, weil es sieht nicht sehr professionell aus. Sollen wir die ein bisschen. Ist ein bisschen hektisch, oder? Sollen wir die ein bisschen runterdrehen? Nee, ich glaube, das werden wir nachher noch so brauchen. Du hast auch recht, ja, wenn der. Steht denn auf dem Schild? Auf dem Schild steht Land for Sale. Na, genau. Das klingt sehr nach. Was soll ich jetzt sagen? Wir spielen doch nicht seit einer Minute. Mit dem Intro wahrscheinlich jetzt, ja, was okay. Da gerade war. Ich habe Angst. Und wir sind wahrscheinlich hier mit dem Auto gerade abgekackt oder. Was ist denn das? Ich dachte, das wäre ein Raumschiff, Alter. Hast du gerade Battle von 2 gespielt? Ich weiß nicht, abgekackt, aber dann wären wir, glaube ich, in den Baum reingeknallt. Ich glaube, wir wollen das Land kaufen, kann das sein? Das sieht so aus, aber wer hat denn bitte schön so viel Geld für ein Land und warum nimmt er eine Kamera mit? Ja, heute filme ich schon mal mein Land, heute mache ich ein kleines Vlog, das ist mein wunderschönes Land. Ja. Ein zukünftiges Land. Okay, so rennen wir. Wenn wir überleben. So rennen wir schon mal, das ist wichtig. By the studios proudly present. Oh, es kommt Musik. Das ist die Einleitung. Lass dich davon nicht unterkriegen. And it's Sensitive with Parsec Productions. Parsec. Okay.
Alex Tinter. Alex Frank Tinter. Frank. 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 Das Haus. Okay, ich glaube, da fängt das schon ab. Ich glaube, wir finden Garrett. Marx. Mark Hadley und Ashley Madry. Du hast es sogar gemerkt. Oh Mann, bist du gut. Wir nehmen auf. Kenneth M.D. Thomas. Alter, was ist das für ein Name? The Glen. Was war das für ein Name? Keine Ahnung. Können wir zoomen? Da Lol, siehst du die Zeit? Wieso kann ich mit den Pfeiltasten spielen? Troy Neckner, Tim Sutton und Joseph irgendwas. Dalege. Wie können wir so. Warte mal. You don't have a flashlight. Fick dich, Spiel. Da, wir finden das. Soll das eine Mauer sein oder ein Gebäude? Ist eine Mauer, aber das ist jetzt auch scheißegal. Wir müssen wahrscheinlich einfach den Weg lang gehen, weil das ist jedes Intro. Ich sag nur schon mal so viel. Noch ist es schön. Noch hören wir die Vögel zwitschern, noch ist Tageslicht. Hey, du hast recht, es sind sogar wirklich Vögel am Zwitschern. Tatsächlich, ich bin gut. Aber sobald wir die erste Seite finden, ist das alte Koksgesicht wieder hinter uns her. Und Koksgesicht. Das ist doch wahr, Alter. Oh Mann, ey. Da, ein Tankkanister. Kann ich den nehmen? Kann ich den anzünden? Ja, was? Dann muss man noch. Wir doch. Wenn er Raucher ist, wenn unser Charakter Raucher ist, warum nicht, ne? Kann man hier irgendwas machen? Vor dem warum steht auf dem Grundstück ein anderes Auto? Es sieht mir nach einem Militärfahrzeug aus. Das ist irgendwie nicht. Militär? Ist auch scheißegal. Wir hinterfragen das Ganze nicht. Es ist ein Horrorspiel. Horrorspiele sollte man nie hinterfragen, Freunde. Das geht in die Hose. Ja. FNAF. Zum Beispiel. Alter. Tatsächlich findest du es aber gar nicht mehr so ein schlechter Schatten im Gegensatz zu Outlast. So bumm. Ja, der Typ in Outlast, Alter, das ist so. Weißt du, ich habe das Gefühl, der hat bestimmt sich. Der hat irgendwie, keine Ahnung. Oh, es wird dumm. Was hält denn der Hand? Was ist denn das? Ist das ein Schlagstock oder was? Will der Slendy schlagen? Das finde ich gut. Guck mal zurück. Ich glaube. Oh. Ich drehe mich nie wieder um. Ja, stimmt, umdrehen ist nicht so die Option in Horrorspielen. Ja. Also für alle Leute, die nicht wissen, worum es in Slender geht, Slender ist ein Horrorspiel, wie gesagt. Und darum geht es, 8 Seiten zu finden, bevor der Typ uns pickt, und das wird ziemlich schwer. Da dies eine riesige Map ist und Slendy nicht unser einziger Feind wird, denn in der. Den Trailer auf der PS4 gesehen hat, weiß Bescheid. Ja, der weiß Bescheid, dass da auch etwas anderes in der Höhle oder so in Slung hat. Und wir wollen anscheinend ein Haus kaufen. For sale. Was ist für eine komische Batterieanzeige? Keine Ahnung. Und das ist unser erstes Haus und hier fängt die ganze Scheiße nämlich an. Und sobald du was hörst. Ich schreie, Alter, ich sag's dir, schreie. Also, nee, nicht unbedingt schreien, weil es ist schon ein bisschen spät, aber. Ich weiß, aber ich. Oha, fand das schön. Die Tür ist auf jeden Fall quietschig. Ja, und so fängt die ganze Kacke nämlich an, Freunde. Das ist es nämlich, so fängt's an. Das haben wir nämlich schon gesehen, ne? Im Trailer oder so. Was ist denn das hier? Ich will's gar nicht wissen. Ich find's irgendwie scheiße, dass du nichts hörst, Alter. Umso mehr hau ich dich. Da ist was. Ja, eine Taschenlampe. Oh nein. Eine Sache, Leute, in Horror Games. Sobald man eine Taschenlampe hat, weiß man, es geht los. Ja, okay. Thank you. Das darfst du jetzt vorlesen. Danke. Was soll ich das vorlesen? I can't thank you enough for coming out all this way to help me out. It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I had a turn into your summer. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Love you always, Kate. Danke, du Fotze. Nein, also kurz gesagt, Es kam aber kein Sound. Du Arschloch. Ich weiß ganz genau, du bist hier. Ihr habt uns auch gar keinen Zettel in die Hand genommen. Ich sag doch, wenn man die Taschenlampe in die Hand nimmt, dann ist man tot. Nicht auf das Klavier drücken. Es hat schon mal jemand gespielt und hat gesagt, wenn man auf das Klavier drückt, ist man tot. Sollen wir machen? Nein. Hör auf. Das lockt den nämlich an. Echt? Hab ich so mitbekommen zumindest. Moment. Was? Wir haben einen Zettel aufgenommen. Hat das. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es. Ich hoffe, die Taschenlampe bleibt von der Batterie her an. Kann man da? Nein, kann man nicht. The phone line. Der Typ
Ja? Irgendeiner redet gerade. Ich glaube, das ist ein AB gewesen. Auf jeden Fall läuft gerade ein Telefonat ab. Da? Okay, ist aus. Jetzt geht's nicht mehr. Okay. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Ich höre das ja nicht. Ja, ich will das nicht. Ich will das nicht mehr spielen. Ein Radio, das machen wir nicht an. Das machen wir nicht an. Satan ist, Alter. Alter, geil, ich hatte nur. Nee, warte, das ist kein Pentagramm. Oh, oh. Zwei? Okay, pass auf. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Let's go. Okay. Soll ich das vorlesen? Thanks for calling last night. I probably sound dumb, but it was good to hear your voice again. Good to hear that Lawrence being doing really well too. But yeah, about what all we said, I'm not sure what do you think of it yet. What are the odds of two people having the exact same hallucinations? Could it really just be coincidence? Leck mich doch am Arsch. I have to go on my doctor today for some routine stuff, so I'm going to try act cautiously, bring this up to see what he says about it. I let you know how it goes. Strich, 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 CR. Yeah, my friend, you have this really, you have, lesen das really good. Ich habe vergessen, was Englisch, was lesen auf Englisch heißt, dann ist es schon so spät. Reading this reading. Fucking paper. Yes, 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 you're right. Reading, it was reading, yes. The and, fucking only good and, thing and you, fucking you know, dein Akzent ist beste, Alter. Gary fucking Cockschenken, ne? Mm. Ist auch so ein Insider. Gary fucking Cockschenken, ne? Wer ihn kennt. Gary Washington. So, hier ist, also, ich weiß ja nicht. Würdest du das Haus kaufen, wenn hier schon der Schimmel durch den Boden wächst? Also, ich weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen, naja, gut. Was soll das sein? Das ist das. Gewehrhaarspray heute. Das ist bestimmt so Haarspray, weißt du? Der Alte war bestimmt schon hier ein paar Mal drin. Da hat er bestimmt mal so, weiße Feuerzeug. Aus dem Katalog. Blechfrisuren heute. Ja. Also, ich dachte, eins, wer sich damit einsprüht, der hält eine Gewehrkugel auf. Das macht die Scheiße zu, ja, was ist denn jetzt? Wir haben es auf der Uhr, ist es? Das ist schon. Viertel vor zwölf, sorry. Ach du Scheiße. Warum müssen die eigentlich immer so spät dahin gehen? Um Viertel vor zwölf ist es bestimmt noch so hell. Ach, wieso kann dieses Auto nicht funktionieren? Was genau sollen wir jetzt hier finden? Kurz zu dem Text, den wir gerade vorgelesen haben. Es geht darum, sollen wir nochmal ins Haus gehen? Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben was vergessen. Ich will nicht rausgehen. Ich auch nicht. Ich will ja nichts sagen. Wieso kann man den Taschenlampenschein kleiner und größer machen? Fixieren, quasi. Ach, hier waren wir schon dran. Jetzt lass du mich raus hier, was fällt dir ein? Meine Fresse. Deine Türsound ist so ekelhaft quietschig. Ja, logisch. Es muss ekelhaft sein. Das ist Slenderman. Ich hab das Gefühl, man muss auf das Klavier spielen, oder? Nein, ich will das nicht. Naja, gut, du hast auch recht. Lass erstmal lieber rumgucken. Auf diesem Zettel stand 2. Ist das der zweite Zettel oder ist das mit Reihenfolge oder ohne? Ist ja scheißegal. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Zettel finden. Ich weiß ja nicht mal, wie wir hier entkommen sollen. Was ist hiermit eigentlich? Telefon. The phone line appears to be dead. Achso, das Telefon ist im Ach so. Ja. Oh, Zigarren. Erstmal eine Drauchung, ne? Das gehört dazu. Weißt du, sitzt du hier so drin, weißt du? Erstmal eine Puffen, dann kommt der Alte so rein und dann voll so die Gaswolke ins Gesicht, so. Ist das überhaupt. Oh, ich will das nicht. Nein, tu's nicht. Wenn wir jetzt sterben, ne? Ich nehm Kurzhörer ab. Hast du gedrückt? Okay. Also, man hört nur dümm. Das scheint also jetzt nicht so krass viel zu passieren, aber the door appears to be locked. Okay. Ich glaube, du musst einen Schlüssel finden. Was ich alles finden muss hier. Ich glaube, man muss erstmal rausgehen. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Kann man damit was machen, das irgendwie. Das geht nicht. Das geht. Oh. Toll. Scrapbook. It can't view of the later time. Gut. Kann man. Ich habe das Gefühl, du musst dahin im Haus, wo dieses Länderzeichen war. Ich glaube auch. Oh, ich höre Rauschen. Wo? Sag mir laut oder leise. Nee, es war nur eben ganz kurz, einfach so. Ja. Das ist es. Oh.
Aber what the fuck, was soll das sein, Mann? Das ist ein bisschen ekelhaft, ekelhaft. Da ist Schlüssel. Ein Schlüssel. Und jetzt werden wir gefickt. Okay, was haben wir hier Schönes? Was das denn? Achso, ich dachte, das ist eine Küche, Alter. Alter, mein Puls schießt gerade. Alter, sogar der PC-Lichtflick flickert dann. Oh, Alter, ich hab mich auch gerade erschrocken, weil ich jetzt mein Controller hat vibriert, ja? Echt? Alter, mein Controller ist wumm, Alter, leckt mich am Arsch, ey. Alter, ich will du bist... Warum muss ich das hören? Ich muss es spielen, ich spüre es auch. Mein Controller vergewaltigt mich dabei. Wir leiden beide, ja? Wir gehen jetzt diese Tür. In diesem Fall heißt es geteilter Leid ist doppelter Leid. Ja, jetzt dürfen wir nicht auf dem Klavier spielen. Das ist jetzt keine gute Idee. Oh, ich habe irgendwas poltern gehört. Einfach ignorieren. Mach doch auf! Guck mal kurz bei den Options, unter den Controls. Warte mal. Du hast recht, Options. Wo waren das nochmal? Toll. Gameplay. Wir können einfach mal nicht. Okay. Toll. Lol, was bringt das? Ach, da können wir auch mit dran, mit Viereck, okay. Hä, aber warte mal. Kannst du nicht vorher irgendwie schon raus? Ich glaube, lass einfach mal da rausgehen, wo die Garage ist. Weil... Vielleicht ein Autoschlüssel? Man weiß ja nie. Das kann alles sein. Komm, jetzt geh auf hier. Ne? Also das Auto sieht nicht gerade sehr aus, als würde es noch funktionieren. Das sieht durchgebrannt aus. Oh, ich will das nicht. Ich will das nicht! Es sieht gerüstet aus. Ja. Da hat wahrscheinlich jemand wieder mit Feuer gespielt. Oh. Oh, wir sollten nicht rennen. Ja, ich bin gerannt. Rauschen. Ich laufe durch Gras, das rauscht auch. Es ist aber kein Grasrauschen. Jetzt ist das Rauschen leiser. Das geht aber. Ich drehe mich nicht um, weil ich ganz genau weiß, der Penner läuft hinter uns. Oh. Du Drecksack. Eh, ohne Witz, ne? Das ist so ein Dreckspiel. Ich habe dafür 10 Euro ausgegeben, Mann. Weil er es wollte, der Typ hier neben mir. Nein, Spaß. Wir wollten es beide. Wer sagt das? Nein, ich. Spaß. Da ist was. Wo? Ich will es nicht auf die Nummer 3, okay. Hä, wo haben wir den 1 gefunden? War das das mit diesem... Das kann gut sein. Okay. Alter, als wären wir am Anfang so 3 Zettel. Das ist wieder von CR. Wer ist denn CR? Carol? Chris oder so, keine Ahnung. Frag mich nicht. Hey, Kay, do both my computer and phone have been... acting weird. Lately, so I figured it to the old-fashioned way again. Heißt das glad we could meet up, ja. Meet up to talk things through. I agree with doctor. What the doctor say to. There's an explanation. Was? Alter, mein Controller hat gerade voll wie der Penner, der ist da irgendwie, ich schwöre, ne? Wenn das gleich weg ist. Liest du mal weiter, ich bin gerade voll angespannt, Alter. Ja, reg dich ab. Hier komm, okay. Sprich ins Mikro. Danke, du Arsch. Nein. For the stuff. The shared traumatic even sounds the most logical to me. That night out there in the woods is probably what Q caused it. I had almost completely. Alter, ich höre das hier, dieses so ein Bzzz. So ein Bzzz. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich denn da. Almost blocked that output, du kannst auf. Coming back to me, but like I said before, it's still really foggy. Mhm. Also nebelig. I think the best course of action right now is just ignore it. Am Arsch, du. Whenever you think you might be seeing the things again. Ha, Dinger! I'll try... Alter. Do the same. Then probably do a track ficken. CRPS. Leck mich am Arsch, dieses Spiel ist sowas von... Nein, you should call Lauren sometime. I bet some... Company would help out. Help out. Leck mich. Okay. Bist du bereit? Wer ist CR? Jumpscare. Okay.
Immer wenn dein Controller vibriert und so blinkt. Und dann ist der Penner. Nee, dann. Und oder das, dieses hier, Ding hier ruckelt. Oh, fair, das fun. Das war auch Spaß. That was a fun. I should probably find Kay. Na, oh nein. Ich will sie nicht finden. So stimmt dieses Fotzenvieh aus der Höhle, Alter. Ja, was man im Trailer gesehen hat, ne? Mhm. Kann man jetzt diese. Würde erklären, weil die Figur im Trailer hatte ja so ein Kapuzenzeug auf. Oh Gott, ich. Ach so. So kann man. Wer will denn in diesem Spiel zoomen? Ich nicht. Kann man. Immer wenn dein Controller blinkt und vibriert und das bei mir hier so oder auf dem Bildschirm so bzzzt macht, so grün lila Dings, dann macht das im Ton immer so bzzzt. Deswegen höre ich das immer. Ich würde dich gerne mal, also wir sollen Kate finden, aber im Haus oder? Vielleicht ist sie tot in der Badewanne, wer weiß. Sollen wir mal nachgucken? Ja. Wirklich? Willst du das? Alles im Haus ist immer sicherer als draußen, Alter. Das sagst du so, der kann jetzt auch in ein Haus rein. Ah, na super. Ich denke, das mal. Wer zumindest. Ist denn Kate, die Tochter oder eine Freundin? Irgendein Penner. Oh ja, mach Fenster auf, lass ihn reinkrabbeln. Gute Idee. Ringstil. Oh, warte mal, da guck mal an die Wand. Oh. Es sind nur Risse. Oder ja. Was soll das sein? Da hat die, ja, denke ich mal, da wahrscheinlich wieder jemand richtig anstehen lassen. Ich will nicht mehr so ein das hier machen, ne? Ich bin immer so schön auf Abstand. Ja, oh. Was der Look the Flashlight, house. Batteries, extra Tapes, Leiter. Ach, das müssen wir einsammeln, bevor es losgeht. Lock the house. Moment. Lock the house. Mhm. Ich denke mal, dann sollen wir, bevor Slender kommt, Feuerzeug finden, irgendein Kerosene, extra Tapes, Batterie, Flashlight und das Haus zu machen. Okay, Flashlight haben wir, Batterien. Item okay, you have later time from the main menu. Oh ja, yeah, lecker. Lecker, lecker, das war Bohneneintopf, das waren Chili con Carne. Das ergibt jetzt Sinn, warum hier im Haus überall die Risse sind, weil wenn man Chili con Carne gegessen hat, dann, vielleicht wisst ihr es ja, da lässt man so richtig einstehen. Ich glaube, das war so heftig, dass die ganze Wohnung angefangen hat zu beben. Spielen wir ernsthaft seit 19 Minuten? Ja, sollen wir auf Pause machen langsam? Nee. Wir können ruhig auf eine halbe Stunde stehen, wir können eine ganze Stunde aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen 3 bis 5 Parts und immer so 30 Minuten Folgen. Gute Idee, finde ich auch. Weil ich weiß nicht, wie lange wir brauchen dafür. Nein! Alter, leck mich am Arsch. Du Drecksack, Alter. Ich will das nicht. Warte mal, Zigarren. Feuerzeug. Kann ich einen rauchen? Kerzen? Schach. Ja, zünd die Figuren an. Scheiß kleine Pissdinger da. Telefon. Ist ja tot, stimmt ja, scheiße. Fernseher, einpacken, los, weg hier. Könnte man nicht einfach den Weg zurücklaufen und abfahren? Eigentlich ja, ne? Das scheint wohl Kate zu sein. Ich frag mich immer, sind das echte Menschen animierte? Die sehen sehr echt aus. Eben, das ist das Problem dabei. Ist auch egal. Es ist ein Spiel. Ich will das nicht. Das ist gemein. Ja, wenn wir ernsthaft 3 Blätter gefunden haben. Jetzt reg dich ab. Du weißt ganz genau, dass der Typ uns nachher noch richtig auf den Sack geht. Das ist jetzt nur so, ich komme mal von hinten und gib dir Arsch. Weißt du, gib dir Klatsch auf Arsch und das war's. Dann kommt er später und gibt uns Nackenklatscher, pass auf. Wie so ein richtiger Kanacke. Das macht er, ich trau dir dazu. Moin Buddy, was geht? Und dann BAM, Alter. Ja, da kommt auch immer von so, kriegt immer so Zuckungen. Hörst du ja. Oder merkst du ja. Alter, wo soll ich denn? Ach, lockt der. Ich voll hier, vielleicht. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Sachen finden. Oh Mann, das ist irgendwie schwer. Ich muss sagen, ich hätte mir das einfacher vorgestellt. Ich dachte, wir müssen einfach die Seiten finden, das war's. Aber nein, okay, das Spiel macht's dann schwer. Cool, was haben wir hier? Das sieht aus wie Transformer oder so. Ja, so die S-Versuche Transformer, weißt du? Oh, Alter. Weißt du, du siehst nix aus, diesen Kackpunkt. Diesen kackweißen Punkt. Oh Gott. Voll geil. Wahrscheinlich so ein Film. Krieg der Welten, wenn du den kennst. Alter, was soll ich hier finden? Man kann auch nicht mal Regale aufmachen oder so. Okay, es verwirrt mich.
Ich geh duschen. Lass nicht die Seife fallen. Slenderman muss sich bücken, nicht ich. Dann fick ich, willst du nur hochkommen? Dann fick ich ihn und nicht mich. Dann fick, dann fick ich ihn und er fickt nicht mich so. Das müsst ihr nicht verstehen. Noch nicht. Klischee, im Knast, oh. Jetzt weiß ich, wofür der Schlüssel Musik, war. Musik, Musik, Musik. Juhu. Danke, dass ihr schon mal eingeschaltet habt, wir werden sterben. Alter, was ist das hier? Was hat denn das? Can you see it? What is it? Ein Raum voller Zettel. Can you see it? Ja, ich seh's. Und auch ein Stift. Zettel. The Woods. To the Woods. Juhu. Oh Gott, da hat gerade ein Kind geschrien. Na super. Wenn ich das nachher angucke, werde ich die reinsten ersten Fakte kriegen. Ich gebe den Tipp, guck niemals aus dem Fenster! Oh, das Ding ist offen. Ach du Scheiße. Ach nö. Okay, bist du bereit? Bist du bereit? Kann man zwischenspeichern? Nicht, dass wir das immer wieder von vorne machen müssen. Ich sag's mal so. Wir werden wahrscheinlich... Was war das? Rauschen. Wo? Rauschen. Ist weg? Ja, es war nur ganz kurz wieder so... Mann! Alter, geh, lass das. Ich will nicht. Ich krieg hier Zuckungen. Verteil auch gleich mal ein paar Nackenklatscher. Das ist gerade so richtige Bassmusik, Alter, so... Ja, das ist... War da gerade irgendein Sound? Das hat gerauscht. Also, es ist irgendwie so Schrittsound. Also so ein Schuhschleifen, weißt du? So ganz kurz. Mann, Alter, ich werde nicht... Wenn der hier kommt, ich drehe sofort um. Ich renn. Da kann er mich am Arsch lecken. Das mache ich nicht mit. Den gucke ich nicht ins Gesicht. Der kann seinen Koks woanders hin sprühen. Ich will das nicht. Entweder ist es gerade... mein Ohr gewesen, das war gerade so ein 30 Hertz Ton. Ja, das... Alter, das war kein Sound. Oder ich hab's auf jeden Fall nicht gehört. Oh Gott, was Sound ist weg? Hehe. Da hinten leuchtet ist was. Ist ein Auto oder so. Nicht rennen. Ach, du hast ja recht, das lockt ihn ja noch mehr an. Stimmt, rennen sollten wir nur, wenn er hinter uns ist. Oh nein. Was ist das? Ist das Mercedes? Rauscht. Rauscht-Sound. Rauscht-Sound. Oh Gott, was hab ich getan? Oh oh. Düstere Musik? Ich bin dumm. Ich hab das Ding angemacht. Oh nein. Düstere Musik. Ganz düstere Musik. Das ist ein Dreckspiel, Freunde. Das werde ich niemals alleine spielen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so angespannt wie er unbedingt, aber ich bin auch angespannt, muss ich zugeben. Danke, Alter, du bist so richtig... Ich höre das nicht, ich spüre das aber. Mein Controller vergewaltigt mich nicht ständig. Weißt du, was das Ding ist? Vielleicht hast du eine Controllerhand, aber ich sehe das gleiche wie du. Ich höre es. Ja. Und ich kann nicht beeinflussen, wie du spielst. Es ist nicht wirklich, ich habe den Controller nicht in der Hand. Muss halt nur sagen, oh Gott. Nicht umdrehen, Alter, schnell rumdrehen. Ich mach's nur ganz langsam. Das bringt doch nichts. Okay, eine Frage. Das Ding ist jetzt hier angegangen. Für was? Dafür. Ja. Moment. Feldherr Blaze erupt at Rockside Home, Earthen suspected. Das Kleingedruckte werde ich nicht lesen. Nein. Aber kurz über... Überfliegen. Ja, wegen... Ich hab's überflogen. Ja, das... ja, da war wieder irgendein Vorfall. Ja, nicht nur das, da stand eine Uhrzeit, 11.30 Uhr. Die merken wir uns. Ich sag nur so viel, war nicht in der Uhr 12.55 Uhr, 15 vor 12. Ja. Das heißt... Aber 11.35 Uhr, das war ja 15 vor 12. Ja, ja. Das ist ja dann einen Tag später. Stimmt, das spielt ja auch tagsüber, wenn mich nicht irre. Das spielt auch tagsüber. Und wieder düstere Musik. Nein, ich meine, das war halt, wie in der Uhr war es 15 vor 12 und da war es dann praktisch halb vor, halbe Stunde vor 12. Mhm. Das heißt, nee, ich zoome, Alter, bist du denn besser? Oh.
Ja, genau. Laufen wir nicht gerade den Weg wieder zurück? Nee, da war noch so eine Abzweigung. Die habe ich noch nicht genommen. Der läuft mir so langsam. Kann ein bisschen stoppen, mal kurz rennen. Nein. Bist du ein Arsch, ne? Erzähl ruhig. Ich, Ich habe gerade so Schiss, dass irgendwie so ein Horizont steht und kann es sein, dass du vier von den Dingern an musst und anmachen musst? keine Ahnung. Da ist er, da oben. Ich sehe es auch. Jetzt guck doch nicht hin! Ich gucke ihn ja nicht mal an. Siehst du denn da oben auf dem Berg, der Penner da oben? Ich mach da, blende gerade einen Pfeil ein. Seht ihr das? Da der Penner, dieser Spasti da oben. Eine Frage, wann greift er an? Ich weiß es nicht, das werden wir noch rausfinden, glaube ich. Der steht hinter dem Baum. Oh Gott, guck nicht hin. Solange ich ihn nicht in die Augen gucke, ich mach diese Oma-Taktik wie bei One Late Night. Ja, du brauchst gar nicht so zu gucken, du Spasti. Steh da oben und mach Ich was nehme du. mal kurz die Kopfhörer Lass ab. die Kopfhörer auf, wir müssen das doch hören. Wozu? Wir sehen ihn doch. Ja. Ich glaube, er greift uns nur an, wenn wir ihn mit der Taschenlampe in die Fresse leuchten. Ja, sorry. Alter, das ist ausgerechnet auch noch so an ihn ran müssen. Alter, weißt du? Oh. Wir drehen uns jetzt nicht um. Setz den Kopfhörer wieder auf. Ich lausche mit einem Kopfhörer rein. Ja, super. Er ist hinter uns, ich weiß es ganz genau. Der will richtig Stress. Oder oben war er wieder. Hä? Da oben auf dem Berg war er wieder. Jetzt ist er weg. Ja, der ist die ganze Zeit. Der will Beef. Der will einfach nur Beef. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die Grafik ist so, dass so ein paar Bäume nachspawnen. Da kriege ich immer so einen halben Herzinfarkt. Ja, gut, das ist aber auch hier ein Vorteil. Musst du bedenken. Ich will das nicht. Das zeigen wir in der nächsten. Oh Gott. Machen wir doch die Generator Düstere an. Musik, düstere Musik. Machen wir das an? Ja. Boom. Okay, ich würde sagen, Freunde, das, was wir hier sehen, werden wir dann in der nächsten Folge von Slender the Rifle sehen. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und, boah, ja, halt's Maul. Wo ist er? Wo ist er? Nein, nicht, ob bist du bescheuert, Alter. Genau. Du sagst so, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich dreh mich Nicht, um. weil du so hoch gemacht hast. Ja, gut, ist auch egal, Freunde. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Slender the Rifle. Haut rein, Freunde, und bis dahin.